Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Unleashed, dem Videoformat eures Vertrauens für Entfesselungsmomente im Arbeitsleben. Heute zu Gast bei uns ist Ekaterina Moret, Künstlerin und Kosmopolitin aus Düsseldorf. Ihre Bilder hängen nicht nur in renommierten Galerien Europas, sondern sind auch Bestandteil diverser Sammlungen in Ländern auf der ganzen Welt. Bei ihren Werken im Vordergrund stehen dabei die weibliche Schönheit und die Sehnsucht nach Harmonie und Sinnlichkeit. Wir möchten von Ekaterina erfahren, woraus sie ihre schier unendliche Kreativität schöpft und wie der Arbeitsalltag einer Künstlerin aussieht. Für uns besonders spannend ist dabei natürlich die Frage, was wir von der Künstlerkultur lernen und sowohl als Inspiration als auch für Kreativität im Business-Kontext anwenden können. Dies und viel mehr erfahrt ihr in den nächsten 29 Minuten Unleashed. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unleashed. Heute im neuen Set, ganz kuschelig beisammen. Und wir freuen uns sehr, heute die nächste Künstlerin bei uns begrüßen zu dürfen mit Ekaterina Moret. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Vielleicht ein Hinweis vorab. Wir haben aktuell heute mit Nina einen weiteren leicht ungebetenen Gast. Aber durch den Katastrophenschutz könnte es sein, dass die Tonaufnahmen manchmal so ein bisschen beeinflusst werden. Also das bitte zu entschuldigen und lasst euch davon nicht irritieren. Ja, direkt die erste Frage vorab. Du als Künstlerin, gibt es da einen klassischen 9-to-5-Tagesablauf? Weil ich stelle mir das immer so vor, eigentlich ist es doch völlig, wie du deine Inspiration tagtäglich auch empfindest, dass du nicht feste Abläufe hast. Ist das so? Oh, feste Abläufe habe ich schon. Allerdings ist es natürlich nicht 9-to-5, sondern es kann sich ausdehnen, ja. So je nachdem, wie viel Energie man hat. Ja. Das heißt, oft dehnt sich das tatsächlich in die Richtung, noch mehr zu arbeiten, ja, so, weil ich dann gerade im Fluss bin. Du hast gerade schon gesagt, also es hat eine gewisse Struktur. Wir kennen das auch bei uns aus dem Bereich Kreativität fördern. Also das ist im Prinzip so eine Art von Analyse, Ideenfindung, Konzeption, Bewertung und dann in Umsetzung. Gibt es das bei dir ähnlich? Also gibt es auch so verschiedene Phasen dann? Ja, doch. Zum Beispiel Skizzen kann ich am besten malen, wenn es dunkel ist, wenn es irgendwie abends ist und so. Ich höre mir was Schönes an und da arbeite ich an den Skizzen. Und da habe ich auch so ein bisschen... physisch anstrengendere Phase, wo ich so die ersten Skizzen auf große Leinwände bringe und das ist natürlich so morgens, da fließt das einfach besser. Ja, deswegen. Physisch anstrengend hört sich für mich jetzt erstmal als Nicht-Künstler an, als das kann auch nicht sein, kann auch nicht physisch anstrengend. Ist es wirklich physisch anstrengend? Ja, das ist irgendwie so eine psychische Anspannung, weil du weißt nicht, wie es wird. Ja, so gerade so dieser Anfang des Bildes, so, das braucht ziemlich viel Energie. Mhm. Und wenn man in dieses Gefühl kommt, ja, das funktioniert, so, dann läuft das einfach, ja, so, dann bekommst du sogar die Energie irgendwie zurück. Okay, dann gibt dir das Bild sozusagen das Ende. Ist es eigentlich so, dass du verschiedene Projekte gleichzeitig machst? Also bist du Multiprojektmanagerin sozusagen oder machst du viele verschiedene Bilder parallel? Genau, ich habe meistens so viele Bilder im Atelier stehen und ich glaube so, ich langweile mich zu sehr, so, wenn ich zu lange an einem Bild arbeite, ich brauche immer so Abwechslung. Ich schalte dann um, je nach der Stimmung. Zum Beispiel an einem Tag kann ich dann an etwas ruhigerem Bild besser arbeiten. Oder gerade so, wenn das Wetter wirklich so strahlend und so schön ist, so dann brauche ich etwas ruhigere, so etwas dezentere, kühlere Bilder. Und bei anderen Wetterlagen zum Beispiel, da entstehen eher so diese heiße, schöne, ja, warme Motive. Sehr intuitiv, würde ich sagen. Okay, das ist natürlich schwierig, wenn jemand bei dir vielleicht ein Auftragsbild eingibt und wir haben jetzt gerade eine Hitzewelle und das ist vielleicht ein eher dunkles Bild, dann wird es schwierig mit der Zeit. Ich glaube so, ich kann mich schon ganz gut beherrschen. Okay. So, das ist nicht so schlimm, aber ich brauche teilweise dann auch so etwas längere Zeit. Deswegen für Aufträge nehme ich mir auch so Zeit, dass ich weiß, ich kann mich dann auf meine Gefühlslage auch einlassen. Okay, verstanden. Doch saisonal im Endeffekt, wenn man das so nennen will. Nicht nur saisonal, das ist je nachdem auch so, was in meinem Kopf rumschwirmt. Ja. Ich denke mal, das ist so, Wetter trägt zwar dazu bei, aber es ist auch alles andere. Eindrücke, Stimmungslagen, es ist so sehr vieles, was dazu beiträgt. Jetzt hast du ja eine ganz eine Eigenart von Bild, was du oder von Kunst, die du schaffst. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen oder diejenigen, die deine Kunst nicht zu stark kennen, vielleicht kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, halt solche wunderschönen Bilder zu machen? Ich glaube, so die Bilder oder diese archetypische Bilder, diese Motive, die entstanden schon in meiner Kindheit. Mir hat an dieser Sanftheit der Frau sehr viel gefehlt. Mhm. So, ich wollte so ein Muttersymbol vielleicht haben oder finden, der mich dann so mehr wärmt oder der auch so mehr Halt gibt.
als Kind habe ich mich so ziemlich oft unsicher gefühlt und irgendwie auch verlassen. Mhm. Und deswegen habe ich da so ein, im Prinzip, das sind auch zum Teil Maria-Bildnisse. Ja, das ist ja sehr archetypische Bilder. Mhm. Und die geben dieses Gefühl, dass du richtig bist, dass alles gut ist. Und diese Verbundenheit spürt man dann auch. Und ich denke mal, so dieses Thema ist bei mir in so einer etwas eigene Weise dann zustande gekommen. Aber im Prinzip so dieses Bild der Frau, die warm ist, warmherzig, offen und irgendwie so dieser menschliche Miteinander ist halt ziemlich präsent in meiner Kunst. Was ich total interessant finde, weil das, wie du das jetzt gerade beschreibst, also diese Warmherzigkeit, diese Offenheit, ganz, ganz häufig ja auch so auf Schönheit basieren, ja. die Bilder, das steht für dich auch nicht im Kontrast zu der Stärke der Frau oder sowas, ne? Im Gegenteil, oder? Ich habe zwei Richtungen in meiner Kunst. So eine kubistische Reihe, da geht es ja darum, sich als Frau mit allem verbunden zu fühlen. So einfach nur ja diese Energie zu spüren, ein Teil des Ganzen zu sein. Da sind die ganzen Formen, die so miteinander verbunden sind. Die Frau ist nicht einfach leer alleine im Raum, sondern so wirklich mit allem verbunden. Da ist der Weinglas, der wirklich so irgendwie an den Tisch geknüpft ist und alles schwingt miteinander. Und es gibt eine andere Reihe. Da sind die Frauen auch sehr warm, lebendig, aber die können auch schon so ein bisschen streng sein und ein bisschen heftig. Ja, so da ist da diese Kraft und wie sagt man das? Da ist so ein bisschen auch Femme Fatale drin. So da spiele ich gerne so mit diesen Themen, weil ich denke mal, so die Frau hat natürlich auch sehr, sehr viele Facetten. Und es inspiriert nicht nur so dieser Sanftheit, dieser Mütterlichkeit, wie bei Maria-Bildnissen, sondern es geht auch darum, dass die Frau so wirklich so ganz eigene Stärke hat. Und teilweise, da ist auch ziemlich viel Energie, ziemlich viel Gewalt auch drin. Die Frauen können schon so ziemlich heftig sein. Bekommst du gerade also wer ist der Abnehmer deines Bildes? Also was ist so deine Zielgruppe des Bildes aktuell? Ich glaube so die Menschen, die einfach in Resonanz mit meinen Bildern gehen. Es ist einfach so, viele Menschen, die können nicht erklären, warum und wieso. Die sagen so, irgendwie spricht mich das an. So, und das ist für mich das Beste, weil der Kopf ist nicht angeschaltet. Man ist nicht auf mentalen Ebene, sondern man nimmt mit eigenen Emotionen etwas wahr. Und das ist, denke ich mir, für unsere Gesellschaft extrem wichtig, sich auf die Gefühle auch einzulassen und zu schauen, was bewirkt das in mir? So, wie fühle ich mich als Mensch? Und gibt mir das Energie? So, wie sagt man das? Inspiriert mich das für mein tägliches Leben? So, da sucht man sich einen passenden Künstler dazu. Ja, so, wie die Gefühle sind. So, und meine Kunden, die spüren einfach so. Das merke ich auch sehr oft in den Gesprächen. Die erzählen mir deutlich mehr so über die Bilder, als ich selber so bewusst wahrnehme. So, und das ist mir wiederum auch sehr, sehr wichtig. Also Interpretation quasi zu bieten, sozusagen? Zum Teil schon, aber ich merke, da ist irgendwie so eine Sache, oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, etwas, was die Menschen intuitiv wahrnehmen. Und das ist so, kommt von einer Quelle. So, die Menschen nehmen das von unterschiedlicher Weise oder auf unterschiedliche Weise wahr. Aber es geht um eine Sache, die einfach so bei allen Menschen ziemlich ähnlich ist. Gerade auch bei abstrakten Bildern kennt man das ja auch, dass jeder was anderes sieht, was anderes interpretiert. Interessante ist ja auch, dass bei deinen Bildern das ganz genauso gleich. Das Motiv ist zwar etwas definierter als bei abstrakter Kunst, ja. Aber dennoch löst es verschiedene Emotionen bei den einzelnen Menschen aus, was ja auch eine ganz großartige Facette ist deiner Kunst. Ja, ich male ja keine fotorealistische Porträts, so darum geht es mir nicht. Ich male Frauentypen, so die bestimmte Wirkung auf die Menschen erzeugen. So, und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, so exakt den Menschen wiederzugeben. Ich male irreale Welten. So, das ist etwas, was ich dann so mit meiner inneren Kraft dann irgendwie sehe. Ich versuche das auf eine sichtbare Weise zu übersetzen in meinen Bildern. Und manche Menschen nehmen das wahr, manche verstehen es einfach nicht, was auch absolut legitim ist. Und so tritt man eigentlich in Dialog mit den Menschen, die man gerne auch so in eigenem Umfeld haben möchte. Verstanden.
Ist deine Kunst teilweise, wird die auch kontrovers rezipiert? Also dass es jetzt gerade im Zeitalter von Gleichberechtigung und Co., dass es Menschen gibt, die interpretieren, oh, da wird die Frau aber eine bestimmte Objektart und Weise dargestellt, einfach nur, gibt's sowas? Ja, absolut. Und ich freue mich eigentlich auch darüber, weil ich glaube, so dieses Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen hat sich so in so eine merkwürdige Richtung verschoben. So, man versucht, alle gleichzustellen. Wir sind aber nicht gleich. Wir sind von Natur nicht gleich. Mhm. Dass man gleiche Rechte haben soll, so, das ist für mich selbstverständlich. Aber die Energien, der Sinn des Menschen, so, ob Mann oder Frau, sind wirklich so ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich denke mal, viele Frauen versuchen dann, männliche Rollen zu spielen. Ob sie das glücklich macht, das ist so eine andere Frage. Oder die Männer verweichlichen, werden zu weiblich. Das ist dann auch so die Frage. Fühlt man sich in dieser Rolle wohl? Sondern ich glaube, es ist wichtig, dann einfach diese Sache zu thematisieren, um zu spüren, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was will ich als Mensch bewirken? Wie will ich mich zeigen? So, und das versuche ich auch auf meine Weise anzusprechen. Das ist interessant. Also das ist im Prinzip so, dass du so eine Art von Trigger immer wieder setzt. Genau. Durch die Bilder. Genau. Ja, aber das ist natürlich auch für mich immer Trigger. Natürlich. Ich entdecke mich selber als Frau über meine Bilder. Okay. Für mich sind das immer so, ja, so die Leuchttürme. So, die geben mir die Richtung, wohin will ich eigentlich? So, wie will ich mich als Frau darstellen, fühlen? Und die Kunst, die ist irgendwie immer so etwas mehr als das, was ich dann bewusst wahrnehme. Verstanden. Ich habe mich schon ganz, ganz häufig bei Kunst gefragt. Ich bin leider absolut unbegabt, was Kunst anbelangt. Ich bin sehr interessiert an Kunst, aber sehr unbegabt, was das eigene Zeichnen und Co. anbelangt. Sind wir schon zwei? Ja. Da sind wir schon zwei und du weißt das auch. Sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist es so, ich bin immer sehr fasziniert davon. In der Geschäftswelt ist es oftmals, man fängt ein Projekt an und dann reitet man dieses Projekt weiter und weiter und weiter, obwohl man schon weiß, oh, der Anfang war eigentlich völlig für die Tonne und so weiter und so fort. Bei Künstlern habe ich das Gefühl, am Ende sehen wir immer nur das schöne Bild. Aber der Entstehungsprozess, der bleibt uns als Rezipienten ja oftmals verborgen. Ist es so, dass du ganz, ganz viel auch in Anführungsstrichen für die Tonne produzierst? Also bis du etwas hast, wo du wirklich sagst, damit bin ich zufrieden, das finde ich echt gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen so Denkfehler, also dass man überhaupt irgendwann eher etwas für die Tonne produziert. Okay. Weil ich denke mal, manche Dinge, die macht man für eine bestimmte Erfahrung. Mhm. Also teilweise, man teilt diese Erfahrung nicht mit allen Menschen mit. Aber für mich, ja, so, es hat vielleicht nicht so geklappt, dass ich da diesen Bild oder der Menschheit dieses Bildes so aussetzen möchte. Mhm. So, es bleibt im Verborgenen. Mhm. Aber es ist ein wichtiger Schritt für mich. Und ich glaube, gerade in der Geschäftswelt, die Menschen, die verstehen manche Arbeit, die vielleicht nicht so geklappt hat, als Niederlage. So, aber das ist keine Niederlage. Das ist für mich absolut so ein wichtiger Schritt, um etwas zu verdeutlichen. Um vielleicht einen Weg als nicht so optimal zu sehen, aber trotzdem eine wichtige Erfahrung, ohne die wir eigentlich nicht so werden, wie wir werden wollen. Also im weitesten Sinne eine permanente Reise, eine Lernreise. Genau. Teil genau, des Prozesses. So, ja. Deswegen, es gibt Bilder, die werden nie so Licht der Welt erblicken. Mhm. So, die sind nur für mich. Im Verborgenen weiß ich, dass ich die geschaffen habe. Und es gibt Bilder, so die ich gerne so wirklich auf die Reise dann zu den anderen Menschen schicke. Hast du Bilder, die du irgendwo stehen hast, die noch keiner gesehen hat? Das habe ich auch. Genau. Tatsächlich? Genau. Fragen, ja. Interessant. Gerade genau, du sprichst es gerade an, Bilder, die nur für dich sind. Weißt du von dem Motiv, was du ja für dich gefunden hast, das Thema, weißt du da auch jetzt in Anführungsstrichen privat von ab, dass du auch andere Gemälde oder auch andere Themen malst, die jetzt abseits der Frau oder der Weiblichkeit sind? Das habe ich nicht. Ah, nein. Also nein. Wirklich, du bleibst... Innerlich, es ist so ein starker Drang, sich tatsächlich mit Weiblichkeit zu beschäftigen. So momentan brauche ich das nicht. Okay, also Themen aber wie, es kann kommen. Aber du schließt so, es nicht aus. Genau. Okay, alles klar. Gut, ich kenne das von meinem Vater, der malt auch sehr, sehr viel. Und der ist auch dem Impressionismus verfallen, muss man so zu nennen. Ja. Und da bleibt er dem Motto eigentlich auch relativ stark treu. Manchmal wechselt er aber auch ein bisschen. Deswegen war einfach die Frage aus Interesse, ob du letztendlich sagst, ich bleib bei dem. Klar hast du dein festes Motiv, aber auch, ob du privat manchmal so ein bisschen den Drang verspürst, andere Motive zu thematisieren. Aber Vielleicht Techniken. Zum Beispiel, ich bin vor kurzem zu einem bekannten Künstler aus Düsseldorf gegangen, um ein paar neue Techniken kennenzulernen. Mhm.
So, nicht nur darum, dass ich die Techniken wirklich dann umsetze, aber einfach so zu spüren, wie arbeitet ein anderer Mensch, so, welche Impulse hat er, so, und wie kann ich das so wirklich so gedankentechnisch da reinfließen lassen. Also neue Techniken auch kennenlernen. Wie gesagt, ich kenne das, wie gesagt, nur einen kleinen Ausblick von meinem Vater. Gibt es manchmal Momente, wo du sagst, da hast du gar keine Kreativität, wo du auch sagst, ich muss abbrechen und ich fange neu an? Weil er sagt mir öfter mal auch, ich habe eine richtig gute Woche gehabt oder eine richtig gute zwei Wochen, wenn es um riesengroße Bilder geht, dass er dann wirklich auch durchzieht und das fertigstellt. Und manchmal sagt er aber auch, nee, irgendwie habe ich es heute nicht gespürt und dann habe ich es einfach auch gelassen. Gibt es diese Momente auch bei dir? Und wenn ja, wie umgehst du die oder wie schaffst du dir neue kreative Impulse? Ja, ich hatte so 2019, 2020 eine richtige Depressionsphase. So, ich habe die Sinne an Kunst verloren. Ich habe dir nichts gesehen. Auf einmal kam gar nichts. Ja, so ich, es war wirklich so ziemlich hart zu erleben. Ich dachte, ich erfinde mich neu, ich gehe in die Fotografie, ich mache etwas komplett anderes. Und Hast du es ausprobiert? Also hast du dich ich habe schon sogar angefangen, so, aber irgendwie so, ich spürte, etwas fällt. Ja, also da ist irgendwas so, was verdeutlicht werden sollte, aber mir haben diese Sinne wieder oder gefällt. Ja, so, die waren irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht zu viel gearbeitet, so sicherlich auch so eigene irgendwelche Themen. Und so, und dieses Prozess des Wiederfindens, ja, was macht die Kunst aus? Warum ist das überhaupt wichtig? Weil ich dachte, ja, warum ist das eigentlich wichtig? Mhm. Wozu brauchen das die Menschen? Es gibt viele Menschen, so, die haben noch nie etwas mit Kunst gemacht und die leben vielleicht auch zufrieden, die machen andere Sachen, die verdienen Geld, so, die reisen, essen, trinken, ja. Und bis ich verstanden habe, was da eigentlich Wichtiges dahinter ist, was das in Menschen bewirkt, was das in mir bewirkt, so, das war eine heftige Reise, würde ich sagen, ja, das auf jeden Fall. Hat aber nichts mit der Krisensituation zu tun, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Also Anfang Corona, vieles wurde gelockdownt und so weiter. Du hattest wenig Impulse, hatte nichts damit zu tun. Ich glaube nicht so wirklich. Ich glaube, das war eher so die Vorahnung. Ja, so, das ist auch bei vielen Künstlern, habe ich gemerkt. Man ist ja so eine empfindliche Seele und manchmal spürt man schon so vorab, dass irgendwas in der Gesellschaft sich verändert. Und ich glaube nicht Corona selber, ja, so, aber ich glaube, das ist so diese Vorahnungen, die man dann halt so spürt. Ja. Ich glaube ja an sowas, ehrlich gesagt, sehr. Weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube an sowas. Schwer zu sagen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, ich habe keine Meinung dazu, aber wenn wir jetzt darüber länger diskutieren, würde ich wahrscheinlich schon eine Meinung äußern. Also ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen. Ich bin immer überrascht, ich gucke mir halt sehr, sehr viel die Natur an, wenn ich mal irgendwie Zeit habe. Ich bin sehr, sehr viel draußen joggen und so weiter. Und ich bin immer schon fasziniert davon, wenn ich halt irgendwie joggen bin und dann sehe ich, keine Ahnung, in den Rheinauen sind da irgendwelche Bäume und plötzlich fangen, obwohl gar nichts passiert ist, alle Vögel an wegzufliegen. Nicht mehr. Die müssen doch irgendwas wissen. Und eine Minute später passiert halt irgendwie was, wo ich denke, oh, hat das da jetzt damit zu tun gehabt? Das finde ich schon, also ich glaube schon, dass es irgendwie sowas wie Vorahnung, Gefühl und so weiter gibt. Das finde ich auch, ich finde das sehr, sehr interessant. Bestimmt schwierig zu erforschen an der Stelle, aber tatsächlich sehr, sehr spannend. Oder du bist ein sehr lauter Fersenläufer. Das kann auch sein. Das bin ich natürlich auch. Ich laufe sehr platschig, aber gut. Ja, aber ich glaube, so viele Menschen sind einfach nicht, die haben nicht gelernt, so diese Empfindungen zu entwickeln. Das ist ja auch schon Intuition, ja, so oder zuzulassen. Im Zweifel, ne? Ich glaube, so das wird auch, die Kinder werden davon abgebracht, also, wenn die Empfindungen äußern, dann sagen, ja, du fühlst nicht das, so, du fühlst dies und jenes, ich bin traurig, nein, guck mal, alles gut. Es ist nicht alles gut. Wenn ich mich so nicht gut fühle, dann ist nicht alles gut. Ja. So, und ich glaube, so die Kinder, die lernen mit der Zeit, die Gefühle so zu verstecken oder überhaupt so die nicht wahrzunehmen. Und manche Menschen, die schaffen es trotzdem da, dieses Gefühl so mitzutragen, also trotz aller Widrigkeiten und diese Empfindungen dann wirklich auch, sich auf die zu verlassen. So, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ja, so dass man, wie du sagst, da läuft durch den Wald oder, ja, spürt etwas und dann kann man das nicht in Worte fassen, aber also man hat diese Empfindungen und man versucht sie zu übersetzen, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, so mit der Zeit öffnet sich die Welt und die Welt spricht ja mit dir. So, und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit zu lernen, wie man mit der Welt spricht und wie man so diese Botschaften auch so ein bisschen besser für sich entschlüsselt. Super spannend. Eine Frage so ein bisschen zum Thema unserer quasi Veranstaltung jetzt gerade, das Thema Unleashed. Ja. Wenn wir das Wort so ein bisschen übersetzen würden im Sinne von Entfesselungsmomente für dich, für deine Karriere, für dein schöpferisches Dasein, was sind so Momente, wo du dich unleashed hast? Gibt's das?
Ich glaube, die Künstler sollte man lieber anleinen. Okay. Ja, so also Licht, das ist das Format genau, Licht für heute. Genau so. Das ist eher so, dass ziemlich viel Zerstreuung, ziemlich viel Chaos. Du fühlst dich in diesem Chaos ziemlich wohl. Und es geht eher darum, so ein bisschen Strukturen zu bekommen, so dieses so ein bisschen Plan zu haben, okay, nicht sich auf alles einzulassen und ansonsten so dieses Gefühl, ja, so loszulassen, das kenne ich natürlich so von meinen täglichen Arbeiten. Es gibt Momente, wo ich wirklich verkrampft arbeite, mhm, so wo etwas nicht klappt und ich versuche das auf mentaler Ebene auch wiederum so richtig zu kriegen. Mhm. Und es gibt Momente, wo man sagt, ja, ist egal, ich mache das so jetzt so aus dem Bauch heraus und dann fließt das einfach. Mhm. Oder wiederum nicht. Mhm. Also, Hast du eine Verbindung so zu Unternehmen, die zu dir kommen und sagen, Katharina, wir hätten gerne entweder vielleicht einen Auftrag oder aber wir hätten gerne mal deine Meinung zu, weil wir merken, dass du einfach eine ganz spezifische Art hast, an Themen heranzugehen. Gibt es das? Also hast du wirklich Business-Kontakte? Ich habe ja sehr, sehr, sehr spezielle Motive. Mhm. So, das heißt, in Unternehmen ist es so, wenn es nicht gerade so mit Genuss zu tun hat oder mit so einer Entspannung, mit irgendwelchen zum Beispiel Hotels, also da sind natürlich auch meine Kunden, sehr viele Ärzte zum Beispiel, mhm, auch so gerade so Gynäkologie, so alles, was mit Frauenthemen zu tun hat. So die Menschen, sie sind, die haben gleiche Schwingungen, das passt dann auch. Aber ich glaube, so mit Unternehmen, das wäre schon, glaube ich, für beide Parteien schon sehr bereichend, aber so also bisher habe ich in diese Richtung gar nicht so gedacht und auch so nicht so mich geöffnet diesen. Weil es halt die eher emotionale Seite dann wäre, die mit der vielleicht reinen oder stärker rationalen Seite dann verwoben wird. Ne? Wir sehen ja in der Gesellschaft und wenn wir jetzt so ganz, ganz viel über Kundenzentrierung, Customer Centricity sprechen, dann wird dieses Thema von Emotionen immer relevanter. Genau. Deswegen dachte ich gerade daran, vielleicht bist du da schon in so einem Austausch mit Unternehmen, dass man da irgendwie sich gegenseitig halt befruchtet, was so Projekte eher weniger, anbelangt. Aber ich weiß zum Beispiel, wie man bestimmte Produkte auf diese emotionale Weise dann unterstützt. Mhm. Ja, so, dass es nicht einfach nur so ein glattes Produkt ist und man versucht dann Marketing rumzukurbeln. Ja, so, man merkt das irgendwie so ein bisschen künstlich. Mhm. Ja, und man kann, glaube ich, zu allem, ja, so diese emotionale, egal ob das so, keine Ahnung, sanitär oder weiß der Kuckuck, was gibt's da so Festplatten, sonst was. Man kann ja schon eine Geschichte erzählen und die Künstler sind prädestiniert dafür, Geschichten zu erzählen, so diese Emotionen zu wecken. Und ich glaube, das wäre eine gute Kooperation, aber ja, inwieweit diese Unternehmerwelt überhaupt offen ist für solche Konzepte, das ist die Frage auch. Okay. Wir haben gerade schon im Vorspann sozusagen gesehen, du bist oder hast gerade eine Kampagne, ein Cover laufen beim Playboy-Magazin. Genau. Wie ist das zustande gekommen? Also wie ist ja, das? Playboy feiert ja 50 Jahre Playboy Deutschland, mhm, und da haben die so eine richtig schöne Aktion überlegt mit Fotografen, mit Künstlern, mit Illustratoren, dass diese kreative Leute dann ein Cover entwerfen. Und ich durfte auch dabei sein und da habe ich mein Motiv entwickelt. Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? Weil das ist ja dann schon ein etabliertes Unternehmen tatsächlich. Das ist ja im Prinzip genauso das. 2014 habe ich ja schon ein Projekt mit Playboy gemacht. Da habe ich Playmates aus dem Jahr 2014 gemalt und daher den Kontakt hatte ich ja schon. Und dann haben sie mich angesprochen. Und Florian Beutin, der Chef von Playboy, der ist extrem offen, der ist wirklich kunstbegeistert und dann funktioniert es einfach so. Da hat man relativ wenig Vorgaben. Natürlich musste ich gucken, dass die Hasenohren so von den Damen so platziert sind, dass da auch Playboy drüber passt. Ja. Und auf solche Kleinigkeiten musste man achten, alles andere war ziemlich frei. Wie lange hat das gedauert, wenn ich fragen darf? Also wie lange ist tatsächlich der Prozess von der Kontaktaufnahme oder des Projektbeginns? Wie lange brauchst du tatsächlich, wenn du sagst, es fließt jetzt mal angenommen? Ja. Und wie lange nimmst du dir wirklich Zeit für die Bilder? Wie lange dauert dieser Prozess des Schaffens? Also im Februar wurde ich angesprochen, Februar dieses Jahres. Und dann im August war die Ausgabe. Und ich glaube, so im Ende Mai wurde das Bild schon fertiggestellt. Ja. So, aber ich hatte sofort das Bild im Kopf, so ich hatte schon so die Farben und alles, so als ich diesen Anruf bekam oder E-Mail glaube ich war das und dann war es da. So manchmal ist das einfach funktioniert schnell. Ja. Arbeitest du eigentlich digital? Also zeichnest du digital auch zu teilen oder gar nicht? Ab und zu versuche ich ja so auch so mit Skizzen. Das geht vielleicht einfacher, gerade auch wenn man unterwegs ist. Ja. Aber ich liebe Papier und Stift und ich denke mal für mich so diese klassische Vorgehensweise ist schon ganz angenehm. Okay, verstanden.
Da sind wir wieder bei den emotionalen Werten auch im Endeffekt. Ne? Ja, also, ja, klar, also diese Haptik ist natürlich wichtig. Genau, ja. Das macht dich ja dann wirklich im Prozess einfach glücklicher und das ist das, was du, genau, was du magst, was, genau, du gerne tust. Aber ich denke, wir können auch viel lernen, also gerade von der Künstlerszene, was jetzt generell die Anwendungen im Business-Kontext betrifft. Also klar, ihr habt es schon angesprochen, ne? die Annäherung findet langsam aber sicher statt. Aber gerade wenn es um Produkte geht, Emotionalisierung von Produkten im Marketing, aber auch gerade intern, finde ich. Ich meine, bei, ja, uns kennt man das auch, wenn du dich natürlich für ein Projekt begeisterst oder für ein Thema, was du gerade treibst, dann ist die emotionale Komponente mitunter der stärkste Treiber. Ja, und ich denke, ja, da kann man sich viel auch abschauen von dir und diese Dinge auf den eigenen Arbeitsalltag übertragen. Ich finde, das ist besonders relevant, auch im unternehmerischen Kontext. Ja, ja, aber auch für die Künstler. Ich denke mal, Künstler, ich kenne wenige Künstler, die motiviert vom Geld sind. Also das ist einfach, sind einfach andere Bedürfnisse. So, und das so ein bisschen mehr in die Richtung Planung und so. Das ist so diese bodenständige, dass das auch so bodenständige Komponente, dass die da auch da ist. Ich glaube, das ist auch wichtig. Da können auch die Künstler davon lernen. Aber für die Künstler ist natürlich wichtig, sichtbar zu sein. Also eigene Ideen dann in die Welt zu bringen. Und das ist etwas anderer Motivation als bei Unternehmen. Unternehmer will Geld verdienen. So in erster Linie. Ja, wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da gibt es einfach zwei verschiedene Kategorien wahrscheinlich, ja, von Künstlern. Es gibt die Künstler, die du wahrscheinlich jetzt gerade im Kopf hast und meinst. Und dann gibt es die sich zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein gegen irgendwelche Künstler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber die diesem Thema NFT zum Beispiel nacheifern. Ja. Da habe ich eher das Gefühl, also dieses im Prinzip wirklich sehr simplifizierte digitale Kunst, das ist ja eher auf Profit und Kommerz ausgelegt. Da geht es ja weniger um, also vielleicht habe ich einfach auch kein Empfinden dafür, aber ich habe das Gefühl, da geht es eher um den Kommerz als um die Kunst und um das intrinsische Motiviertsein. Ich mache jetzt ein schönes Bild. Weiß ich nicht, aber das ist mein Gefühl so ein bisschen. Möglich, klar. Skalierbar ist es ja auf jeden Fall, skalierbar, das Produkt, ist bis zum geht nicht mehr, klar. Aber auch sehr interessant im Endeffekt, wenn du sagst, ich glaube, dass die meisten Künstler nicht motiviert sind, Geld zu verdienen, weil wenn man sich natürlich mal die Erfolgschancen anschaut, wenn man als Künstler, als Künstlerin startet, die sind ja in der Regel sehr gering. Ich glaube, die sind motiviert, Geld zu verdienen, aber nicht so als Ziel, als Zweck. Also das ist etwas, um eigene Projekte einfach besser zu promoten oder größer zu werden oder auch so größere Projekte zu starten. Ja, das ist nicht Endziel. Ja, also das ist so meine ich das. Hast du, also du hast ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, du ziehst aus einem Bild Energie, ja, und auch aus dem Schaffensprozess sicherlich. Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Auftragsarbeit oder keine Ahnung was, wo du merkst, boah, das Gegenüber gibt mir die Energie nicht zurück? Also hast du das, dass es sowas geben kann? Und wie gehst du dann damit um? Also das ist der Auftraggeber. Das Motiv, was du gerade malen, ja, sollst, also so wie ich dich oder so wie ich deine Kunst verstanden habe, hast du entweder eine Skizze, nach der du dann arbeitest, genau, die du angefertigt hast, ja, oder ein Foto, was du angefertigt hast, nachdem du das quasi die Emotionen dann nachmalst, sozusagen, genau, ganz simpel ausgedrückt. Und gibt es das, dass eben dir das Motiv, die Energie nicht zurückgeht und du deswegen sagst, boah, um Himmels Willen, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, wie ich da jetzt das reinkriegen soll, was sich der Auftraggeber gewünscht hat oder die Auftraggeberin? Ich glaube, das ist eher darum, dass geht's darum, dass manche Menschen, die haben eigene Vorstellungen, ja, und man braucht Zeit, um diese Vorstellungen überhaupt zu erfahren. Also ja, die Leute, die teilen, also ich hätte gerne ein Bild von meiner Frau, die Frau liebt Rotwein oder keine Ahnung, so, ja, sie genießt gerne die Natur. Ja. Aber was versteckt sich hinter diesen Gedanken? Okay. So, da muss man wirklich so als Künstler so ein bisschen mehr reinhören. Und führst du Gespräche gucken, vorher mit denen? Am liebsten ja, so, okay, weil ich habe Erfahrung gemacht, so oft. Weiß der Ehemann, ja, oder der Partner, genau, gar nicht, was die Frau im Gespräch möchte. Alleine, da spürt man, okay, ist diese Schwingung, ja, da? Ja. Versteht der Kunde, was ich eigentlich mache? So, und dann mit der Zeit lernt man einfach mehr so dieses Gefühl zu entwickeln und bei manchen Menschen, man merkt, es bringt einfach nichts. So, die haben ganz andere Vorstellungen. Das ist ein total interessanter, ja, Punkt, weil eigentlich kriegt jetzt quasi gerade die Sendung einen Twist, weil du jetzt, du hast ja gesagt, Künstler müssen wir eigentlich nicht dafür sorgen, dass die unleashed sind, weil sind wir sowieso. Haken dran, genau, denke ich auch. Ja. Aber wie sorgst du denn dafür, dass das Objekt, was du zeichnest, dass die sich unleashen? Gibt es da irgendwie einen Trick? Das wäre für uns auch gar nicht so unwichtig zu wissen, wie sich unser Gegenüber mal so ein bisschen locker machen kann. So, ich dachte, du meinst jetzt künstlerisch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie, also zum Beispiel, wenn du möchtest ja eine gewisse Emotion einfangen.
bei jemandem, den du zeichnest. Und wahrscheinlich ist es manchmal so, dass diese Menschen dann, weil das ja eine ungewöhnliche Situation, man wird ja nicht jeden Tag gemalt, dann vielleicht etwas verkrampft sind. Ja. Wie schaffst du es dann, dass die Personen sich entfesseln? Wie schaffst du Atmosphäre bei mir, sozusagen? Bei mir, ich hatte nie Probleme so damit, dass die Menschen sich verkrampfen. Auch bei Fotografie, ich fotografiere sehr gerne Frauen, so auch nicht unbedingt die Models. Und es fließt einfach. Ich weiß nicht, so ich bin ziemlich offen. Ich nehme den Menschen so nicht an. Erschrecken. So, es piepst jetzt gleich einmal ganz kurz. So wie er ist. Aber ja, ich glaube, dieses Gefühl. Genau, das war das Piepsen. Ah, gut. Ja, sag mal. Ja, dieses Gefühl zu haben, beziehungsweise offen zu sein, dass du den Menschen so nimmst, wie er ist, so du nimmst ihn wahr. So, das ist, glaube ich, das, was den Menschen fehlt. So, dass du ihm nicht in eine Nische drängen willst. Okay. So, dass du offen bist für alle Erfahrungen, die dieser Mensch liefert. Und ich glaube, so, das ist genau das, dass du wirklich so, das heißt ja im Umkehrschluss, du nimmst dich auch selber an. Und du erlaubst dir, so zu sein, wie du bist. Das ist sicherlich ein Weg dahin. Aber auch der Mensch, der spürt das, ob du mit positiven Gedanken auf den zugehst. So, dass du nichts Negatives über ihm dann so darstellen möchtest, sondern es geht dir wirklich die bestmögliche Seite so zu öffnen bei den Menschen. Ja. Und ich glaube, so dann spüren die Menschen das. Auch so, manche brauchen einfach mehr Zeit. So, aber ansonsten, ich glaube, so diese Mechanik ist ja ähnlich. Genau, authentisch zu sein. Genau, und dafür braucht man Zeit. Ich glaube, das sehe ich mich selber auch wieder, wenn ich vor der Kamera stehe oder fotografiert wäre. Ich brauche auch gefühlt sehr, sehr lange, bis ich von 500 Bildern vielleicht ein brauchbares produziert hat. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben 400, ein Fotoshooting gehabt, da warst du einfach unfassbar attraktiv. Du hast den Vorverlauf nicht mitbekommen. Das stimmt, ich kam sehr spät. Bis es zum Bild kam, genau, tatsächlich. Ja. Ja, aber absolut interessant, sehr, 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 sehr gut nachvollziehbar auch, dass man das dann wirklich erstmal eine Atmosphäre schaffen muss mit seinem Gegenüber, damit das Kunstwerk am Ende des Tages auch das darstellt, was du darstellen möchtest. Genau, ja. Zeit, ich denke mal, das ist so, dass man dann den Menschen auch Zeit gibt und auch so diese Zeit braucht man auch sozusagen. Es ist ja nicht nur ein Mensch, der da verkrampft ist. Das ist so die verkrampfte Situation, die man selber miterschafft. So. Und wie schafft man dann vielleicht so diese angenehmere Atmosphäre zu bewirken? Aber bei euch ist das wirklich so eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, das funktioniert einfach. Ja? Das ist der beste Moment, um jetzt zu sagen, die Zeit ist auch abgelaufen, weil das war das beste Schlusswort ever. Tolle Atmosphäre, also quasi Einladung für jeden weiteren, der jetzt dann demnächst vielleicht bei uns sein wird. Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du da warst. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und wir wünschen dir natürlich wahnsinnig viel Erfolg weiterhin, sind sehr, sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt, weil das bestimmt auch Stufen der Entwicklung sind, die du in den letzten Jahren gemacht hast und noch machen wirst. Von daher toi 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 und wir sind sehr gespannt auf die tolle Kunst, die da kommt. Vielen lieben Dank. Genau. Vielen Dank. Dann Dankeschön. Auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Immer noch hier? Denkst du auch darüber nach, welchen Gast wir als nächstes zu Unleashed einladen sollen? Cool, dann lass uns deine Gedanken gerne in den Kommentaren da. Wir freuen uns immer über weitere Vorschläge oder Feedback. Vielleicht haben wir aber bereits deine Gedanken lesen können, daher findest du hier noch weitere spannende Gespräche mit weiteren Gästen. Und wenn du demnächst keine Folge mehr von uns verpassen möchtest, dann würden wir uns über ein Abo von dir freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.